Ladies and gentlemen, thank you very much. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Es ist spät und ja, es ist nicht die Pause, sondern ich stehe hier noch einmal ein paar Minuten vor Ihnen, um etwas zu sagen über Europa und wie Europa wahrgenommen wird in den internationalen Handelsforen. Drei Punkte möchte ich diskutieren. Erstens, in welche Richtung geht es? Werden wir es zu tun haben mit der Rückkehr des Nullsummenspiels? Ich werde über die Zukunft sprechen und das wird nicht die Zukunft der Deglobalisierung sein. Es wird die Slowbalization sein, eine Verlangsamung des Prozesses. Und dann werde ich ganz bescheiden versuchen, fünf Vorschläge zu machen, was die EU tun könnte. Anfang der 1990er Jahre war man froh über das Ende des Kommunismus. Die Menschen schrieben über das Ende der Geschichte. Francis Fukuyama, The End of History, Francis Kangross, Death of Distance und Thomas Friedman, The World is Flat, aber dann geschah etwas. Es kam zur Krise, die Lehman Brothers Krise, die Wirtschaftskrise. Und das erschütterte die Grundlagen dieser Überlegungen, die zu den Thesen zum Thema Ende der Geschichte geführt hatten. Man sah das Ende des Washington-Konsenses 2008. Es gab eine Realisierung der Tatsache, dass die chinesische Wirtschaft dem Washington-Muster nicht folgen würde. Es gab enorme Verteilungskonflikte, es gab eine Vertrauenskrise, es gab geostrategische Rivalitäten und Systemwettbewerb und es gab War by Other Means, ein Buch von Blackwell und Harris. Auch hier geht es um Herrschaft, strategische Konkurrenz und den Kampf um die Macht als etwas Wichtiges. Die Wirtschaftslogik für offene Märkte wird hier kongruent gemacht mit der Realität und eingewoben in diese Überlegung wären die internationale Dimension und Sicherheitsfragen. Die 1990er Jahre und folgende waren spektakulär. Insofern, als sich die Welt enorm schnell globalisierte, Danny Roderick spricht von einer Hyperglobalisierung. Sie sehen hier die Jahre 1960 bis 2008 aufgetragen. Das sind die globalen Exporte über das BIP in Prozent. Sie sehen eine massive Globalisierung, vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren dieser Phase. Es ist die Zeit, in der die WTO gegründet wird, 1995, die chinesische Wirtschaft erstarkt, 2001 jede Menge Steuersenkungen. Indien, Brasilien und andere Länder gehen hin und vereinbaren Marktreformen. Es gibt eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll. Und wir sehen ein zunehmendes Zusammenrücken unter der Ägide der Pax Americana, Amerika als der wohlwollende globale Aufseher über diesen Prozess. Es geht in diesem Prozess nicht mehr nur darum, wie wir miteinander Handel betreiben. It's no longer cloth against wine anymore, sagt David Ricardo. Es geht um den Austausch, den Handel von vielen Dingen mit vielen Dingen. Wir haben es zu tun also mit einer Hyperglobalisierung und einer zunehmenden Spezialisierung, wobei man sich gar nicht mehr auf ganze Produkte spezialisiert, sondern auf einzelne Aspekte in der Wertschöpfungskette. Und das Ganze basiert natürlich auf der Annahme, wir
alle werden reicher. Es ist ein positives Denken, was hier die Grundlage dieses Denkens ist. In diesem Prozess können alle Märkte stark und reich werden. Gleichwohl passiert etwas, was die Architekten dieses Systems nicht antizipiert oder angelegt haben. Also diese Pax Americana sollte eigentlich gelten, aber wir sehen ein rapides Wachstum in China. Hier sehen Sie wiederum das globale BIP aufgetragen. Und Sie sehen nicht nur China, sondern auch die Eurozone, die ebenfalls ab 2010 von China überholt wird. 2020, 2022 sind hier die relevanten Jahre. Das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell sich dieser Handelskrieg USA-China weiterentwickeln wird, was wann genau passiert. In jedem Falle sehen wir hier ein bisschen ein Bild, was uns erinnert an das Nullsummenspiel. Nur ein Land kann dominieren. Die anderen können in einer multilateralen, liberalen Wirtschaftsordnung global erstarken und reich werden. Die Frage ist, wie geht es von diesem Nullsummen-Logik-Ansatz in den Ansatz einer positiven Summe? Adam Smith redet von den Nach- und Vorteilen der Arbeitsteilung. Er sagt, Arbeitsteilung macht uns alle reicher. Er nennt hier Beispiele für die Belegung dieser These auf nationaler Ebene, bezieht sie aber durchaus auch auf die internationale Ebene. Durch Arbeitsteilung sind die Länder aber voneinander abhängig und können insofern auch hingehen und sich gegenseitig ausbeuten. Und das ist dann das, was Smith als Beggar Thy Neighbor Praxis bezeichnet, die nach wie vor nachzuvollziehen, zu beobachten ist. Das heißt, die Nationen nutzen ihre Fähigkeiten, sich gegenseitig auszubeuten, und das ist dann gleichzeitig auch das Dilemma des Welthandels. 1995, wie gesagt, wird die WTO gegründet, auch um zu vermeiden, dass es insgesamt bergab geht. Wir sehen hier aufgetragen die Entwicklung der Jahre 1929, 30, 31, 32 und 33. Die USA versuchten damals, ihre eigene Wirtschaftslage zu verbessern. Wir haben dann entsprechende reziproke Ansätze in den anderen Ländern, und das Ganze mündete in die Weltwirtschaftskrise, in die Great Recession. Die große Frage lautete 1945 also, wie lässt sich das vermeiden? Und die Antwort findet sich in diesem Gebäude in Genf, die Welthandelsorganisation WTO, die Organisation, die recht erfolgreich den Handel auf globaler Ebene in den letzten 20 Jahren geprägt hat. Sie baut auf dem GATT, was ebenfalls recht erfolgreich bereits den Handel gesteuert hatte. Die Idee war es, ein Forum zu schaffen, in dem wiederholt gespielt werden könnte und in dem Vertrauen entstehen könnte. Es gibt also Protokolle für das Verhandeln, es gibt Sanktionierung, wenn Einzelne abweichen, und es gibt auch Schlichtungsmechanismen. Alles das ist also festgelegt, um tatsächlich alle daran zu erinnern, diese Regeln sind verabschiedet und alle sollen sich an diese Regeln halten. Die unterschiedlichen Protokolle der WTO machen es möglich, dass innerhalb eines festen Rahmens agiert werden kann, und wenn dann eine Krise stattfindet, kann vermieden werden, dass sogenannte giftige Maßnahmen ergriffen werden, um die Konkurrenz außen vor zu halten.
Das Problem, was damit besteht, ist aber auch von Adam Smith bereits antizipiert worden. Er sagt in Buch 4, Kapitel 2, Verteidigung, Defense, ist viel wichtiger als Opulenz. Defense, however, is of much more importance than opulence. Wenn es also keine Zusammenarbeit mehr gibt, wenn Staaten anfangen, opportunistisch zu agieren, dann muss man vorbereitet sein. Er selbst spricht über Konkurrenzen. Damals zu seiner Zeit war es Großbritannien und die Niederlande, die in einer solchen Konkurrenz lebten. Und die Engländer reagierten damals damit, dass sie den niederländischen Schiffen nicht mehr erlaubten, britische Häfen anzufahren. Hier haben wir noch einen anderen Mann. Vielleicht hat er Adam Smith nicht gelesen. Ich will das hier nicht weiter vertiefen. Möglicherweise haben aber seine Berater sicherlich Smith gelesen. Und er implementiert eine Politik, die zeigt, dass das tatsächlich der Fall ist. Zum Beispiel implementiert er die Bestimmungen der Gut Trade Defense Politik und Artikel 21, der die nationale Sicherheit regelt. Und er hat mit diesem Artikel auch gearbeitet, um die Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa und anderen Ländern zu besteuern bzw. mit einem Zoll zu belegen. Wenn man Adam Smith liest, findet man durchaus gute Argumente für einen solchen Ansatz, denn wenn man Handel miteinander betreibt, macht man sich durchaus angreifbar. Und man hat Probleme, wenn man nicht adäquat mit seinen strategischen Konkurrenten umgeht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir im Kopf haben müssen, wenn wir heute über die WTO reden. Wir können, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass ein Handelspartner die Konkurrenz nutzt, um eine Position gegen uns aufzubauen, die uns schaden kann, dann ist das im Rahmen der WTO durchaus möglich, denn es sind ja die liberalen Gedanken gewesen, die die Grundlage waren bei der Gründung der WTO. Es war dieses Denken Fukuyamas vom Ende der Geschichte, das durchaus hier eingeflossen ist. Die WTO ist insofern bedauerlicherweise partiell obsolet geworden. Jetzt möchte ich natürlich nicht den deutschen Wirtschaftsminister mit Adam Smith gleichsetzen, aber wir finden in seinen Reden Worte, die uns ebenfalls an Smith erinnern. Er sagt beispielsweise, wir müssen diese Wertschöpfungsketten schützen, und zwar geschlossene Wertschöpfungsketten. Wir müssen auch unsere industrielle und technologische Souveränität schützen, sagt er. Wenn es also Input aus anderen Nationen gibt, dann muss man sicher sein können, dass sich diese Nationen so verhalten, wie sie sich verhalten sollen. Die große Frage lautet nun, ob Donald Trump, der ein ganz wichtiger Akteur in diesem internationalen Handelsspiel ist, recht hat, wenn er sagt, das sei der richtige Ansatz. Jeder Experte wird das widerlegen. Es ist also tatsächlich nicht so, zumindest in der Theorie, dass höhere Zölle zu mehr Reichtum der Länder führen, die mit anderen Handel betreiben. Gleichzeitig hält der amerikanische Präsident aber an dieser Strategie fest.
Er geht davon aus, dass Handelskriege gut sind und leicht zu gewinnen sind. Und dies zum Wohle der USA. Wenn er davon die Falken in den USA überzeugen kann, dann ist das sein Weg. Die Zahlen aber zeigen letztendlich etwas anderes. Wir sehen hier die berechneten Konsequenzen eines amerikanisch-chinesischen Handelskrieges. Wir haben die WIP-Effekte für die USA und für China, den Status quo und eine Eskalation. Und auf der anderen Seite die Konsequenzen für sektorale VA-Anteile und die entsprechende Eskalation in einzelnen Bereichen, Herstellen, Industrie, Services, Landwirtschaft und so weiter. China wird mehr verlieren als die USA, was zu tun hat mit den Asymmetrien in der Beziehung und dem Entwicklungsstand. Aber es ist ein Fakt. Und wenn das strategische Ziel das ist, dass die chinesische Wirtschaft klein gehalten wird, dann funktioniert ein solcher Handelskrieg. Man muss also bereit sein, etwas Geld aufs Spiel zu setzen, aber dann funktioniert ein solcher Krieg. Man kann ja nicht ins Schlachtfeld laufen und die Hoffnung haben, dass man mehr Soldaten am Ende hat, als man zuvor gehabt hat. Man wird in jedem Fall einige verlieren, aber man hat die Schlacht gewonnen, wenn der Feind mehr Soldaten verliert. Insofern belegen diese hier aufgetragenen Berechnungen, dass in der Theorie diese Handelskriegsthese funktionieren kann. Der Präsident liegt also vielleicht gar nicht so falsch. Jetzt geht es um Zölle. Vor 10 Jahren hätte ich gedacht, dass in einer Zeit der niedrigen Zölle nichts weiter mehr zu analysieren ist und insofern wird das ganze akademische Feld ausgedünnt sein. Jetzt aber sehen wir hier rot aufgetragen neue protektionistische Maßnahmen, die in den letzten Jahren in Kraft getreten sind. Die Addition dieser Maßnahmen ist ein bisschen schwierig. Wie misst man Protektionismus? Ist eine schwierige Frage, aber in jedem Fall sehen wir hier einen Pfeil, der nach oben führt. Und wir sehen nicht nur unmittelbare Konsequenzen, was die Löhne angeht, sondern zum Beispiel auch die öffentliche Beschaffungspolitik, Subventionen, Maßnahmen, die Konsequenzen haben für Investitionen, Konsequenzen auch für diejenigen, die in bestimmten Bereichen arbeiten, Ingenieure, die bestimmte Maschinen herstellen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit Zöllen zu tun, sondern es geht um viel, viel mehr. Wohin hat das geführt? Es hat jetzt bereits zu Veränderungen geführt im Funktionieren der Wirtschaft und das Bild hier ist ganz interessant. Hier sehen wir gelb aufgetragen Deutschland und das ist der Anteil des heimischen Mehrwerts pro Euro Export. 81,4 ist der Wert für das Jahr 2005, das heißt für jeden Euro, den Deutschland exportiert in die USA, 81,4% nationaler Mehrwert sind, Arbeit, nationales Kapital und so weiter. Die Zahl sinkt bis 2011 76,8%, um dann wieder zu steigen, 79,7%, dann wieder im Jahr 2016. Man diskutiert das intensiv in der OECD. Wir sehen diesen Effekt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, auch in den USA. Da beginnt der Prozess ein bisschen früher. Die USA hatte einen kleineren Anteil von Foreign Value in ihren Exporten. Da geht der Trend runter bis 2009 und dann steigt die Kurve wieder. Das ist natürlich kein Zufall, denn wir haben ja die Krise dort, insbesondere in den USA, wirkt sie sich aus. Und im Zentrum sehen Sie China, da ist es ein bisschen voll hier auf der Kurve. China war nicht betroffen von 2011, hatte aber vorher Auswirkungen von bestimmten Trends gespürt. Also da sinkt die Kurve vor der Krise bereits. China hat also über Jahre
substituiert, wenn man so will, was die heimische Wirtschaft angeht und ist gleichzeitig zunehmend weniger abhängig geworden von den internationalen Beiträgen zur eigenen Wertschöpfungskette. Hier sehen wir jetzt ein anderes System mit Blick auf die Globalisierung. In Deutschland steigen die Exporte. Und letztes Jahr hatten wir wiederum höhere Exporte als im Vorjahr. Das ist ein fast automatischer Prozess. Die Frage ist aber, wie steigt der Handel im Verhältnis zum Gesamtoutput? Und das ist das, was wir hier auf diesem Bild sehen. Wir haben hier einen Quantitätsindex, und zwar die globalen Exporte, und vergleichen das mit der Industrieproduktion. Also nicht nur mit Handel, sondern mit der Industrieproduktion. Und wir sehen für die ganze Welt, dass wir ab 2011 praktisch keinen Fortschritt mehr haben. Es geht nicht runter, also der Trend ist durchaus kein negativer. Aber es ist eine laterale Bewegung, die wir hier beobachten können. Und das letzte Mal, dass wir solche lateralen Bewegungen hatten, war zwischen 1835 und 1940. Das heißt, andere ökonomische Effekte waren zuvor sichtbar. Wir sehen also hier eine Verlangsamung des Prozesses. Und das manifestiert sich natürlich auch in den Politiken und in den Gesetzen jener Zeit. Das Timing passt gut. Denn wir sehen hier durchaus eine Veränderung. 2008, ab 2011 erkennen wir eine Verlangsamung der Expansion zugunsten der Produktion. Vieles davon wird zurückzuführen sein auf neue Politiken. 20% vielleicht. Ist es aber nur insgesamt, die übrigen 80% müssen anders erklärt werden. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der nicht zum Beispiel auf die Globalisierung alleine oder den Protektionismus in China zurückgeführt werden kann. Wir haben also hier eine laterale Bewegung, was den Warenhandel angeht. Wir haben gleichzeitig aber auch eine Situation, in der wir die Dienstleistungen sehen. Der Handel mit Dienstleistungen boomt. Und zwar weit über den Gesamtwert der Services hinaus. Und wir sehen auch, dass es hier durchaus effiziente technische Treiber gibt. Wir haben eine enorme Wirkung der Technik und Technologie. Das Dampfschiff, die Ozeankabel, wir haben ja Bilder davon gesehen und vieles mehr. Hier stehen wir sozusagen am Rande einer Revolution. Das Ganze kann die Logistik grundlegend verändern. Mittels Leute sind nicht länger nötig. KI hat das Potenzial, den Dienstleistungshandel viel billiger zu machen. Hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Services zu verkaufen, die zuvor nicht verkauft werden konnten. Wir haben Tools, wir haben Instrumente, die innerhalb von Sekunden zuverlässig und schnell das übertragen, was übertragen werden muss, was wiederum zu mehr Handel führen wird. Das ist ein gewisses Paradoxon, aber es ist ein Effekt, der erwartet werden kann, und damit werden auch die Volumina zunehmen. In diesem Komplex, der ein bisschen komplexer geworden ist und der eben davon geprägt ist, dass wir es nicht mit einer Deglobalisierung, sondern mit einer Globalisierung zu tun haben, gibt es fünf Aspekte, die wir sehen müssen im Zusammenhang mit Europa. Erstens müssen wir über die ökonomische Souveränität sprechen. Und wir müssen fragen, wie kann die EU ihre Interessen verteidigen. Wir sind im Moment nur begrenzt in der Lage, unsere Interessen zu verteidigen. Wir sind reingezogen in eine Situation im Iran. Vielleicht wollen wir eine andere Position haben als die USA, aber wir können unsere Strategie nicht durchsetzen. Das Gleiche gilt für den drohenden amerikanisch-chinesischen Handelskrieg. Die Frage ist, wie
können wir die ökonomische Souveränität für die EU neu definieren. Es gibt gute Gründe, warum die nationale Verteidigung zum Beispiel keine EU-Angelegenheit ist. Das ist aufgrund der Heterogenität der Union unerlässlich. Aber wir müssen die Ziele, die gemeinsamen großen Ziele einer ökonomischen Souveränität gemeinsam herausarbeiten. Und wir müssen die entsprechenden Instrumente vorbereiten, um diese Souveränität zu erreichen. Es wird nicht leicht sein, zu unterscheiden zwischen dem Schutz unserer Interessen und diskriminierendem Protektionismus. Wir dürfen nicht naiv sein und annehmen, wir könnten irgendwie den technologischen Fortschritt stoppen oder die Chinesen stoppen. Das ist nicht möglich. Es war nie möglich und heute ist es weniger möglich denn je. Und wir müssen uns schützen vor Partikularinteressen. Also vor dem, was vor der europäischen Souveränität insgesamt steht. Und diese fünf Punkte, die ich hier nenne, haben übrigens auch eine Prioritätenlistenanmutung. Also sie sind für mich geordnet als Prioritäten. Priorität Nummer zwei ist der Schutz und die Förderung des gemeinsamen Marktes. Zwei Drittel der Sozialgewinne aus der EU-Integration sind auf den gemeinsamen Markt zurückzuführen. Der gemeinsame Markt ist die Quelle für unsere Ökonomie und für das Funktionieren unserer ökonomischen Kräfte. Der Brexit, darüber brauche ich hier gar nicht weiter zu sprechen. Hier geht es um die Schaffung eines europäischen Zollverbands als sozusagen äußeren Ring für die Integration, in den dann vielleicht auch die Schweiz einbezogen werden kann. Drittens, da geht es um den Euro. In Deutschland hat man den Euro eigentlich immer nur als währungspolitisches Instrument auf dem Schirm. Da geht es um Zinsen und Ähnliches. Und es geht dabei um viel, viel mehr. Ökonomen wie ich sagen manchmal durchaus, es geht auch um die Transaktionskosten. Aber wir haben uns bisher nicht wirklich Gedanken gemacht über den Euro als geostrategisches Instrument. Und das müssen wir tun. Auch darüber können wir natürlich in extenso reden. In jedem Falle brauchen wir das als Safe Asset. Das gefällt uns nicht. In Deutschland, in Österreich, in Finnland redet man nicht gerne über solche Fragen. Aber wir brauchen das. Es ist unerlässlich. Viertens, da geht es um die WTO. Sie ist noch nicht tot, aber sie liegt im Koma. Vor wenigen Tagen wurde eine Vereinbarung geschlossen zwischen der EU und Kanada in einem Bereich, der eigentlich dem traditionellen Feld der WTO obliegt. Es ist wichtig, dass so etwas passiert, ja, aber wir brauchen auch eine glaubwürdige Politik. Europa braucht eine glaubwürdige Politik. Wir sehen ganz oft nichts mehr als Fensterreden. Es ist aber falsch, wenn man hier differenziert. Das heißt, wir brauchen die Kooperation mit den Ländern, die die WTO schützen wollen. Die USA und China, das sind nur zwei von 164 Mitgliedstaaten insgesamt. Das heißt, die anderen 162 können durchaus dazu beitragen, dass die WTO flexibler und besser agieren und funktionieren kann. Letzter Punkt, da geht es um Freihandelsabkommen.
Auch hier herrscht Skepsis, weil viele sagen, es wäre gut, es hätten alle die gleichen Regeln. Aber das bestehende System erodiert und Rechtssicherheit wird zunehmend prekär. Wir brauchen also tatsächlich einen profunderen Ansatz, brauchen Freihandelsabkommen, die Mercosur. Vereinbarungen werden sicherlich im EP noch einmal in Frage gestellt werden, aber wir brauchen eben tatsächlich diese universalen Vereinbarungen, auch mit Asien, auch mit Afrika. Die EU-Kommission und das Parlament müssen in den nächsten 5 Jahren hier tun, was getan werden kann. Es geht hier gar nicht so sehr um die Höhe der Zölle. Es geht eher um Sicherheit. Sicherheit, die in Frage gestellt ist durch den politischen Wandel der letzten Jahre. Das sind 5 Wünsche. Und die klingen wahrscheinlich unglaublich naiv, wenn Politiker sie hören. Aber gut, dafür entschuldige ich mich. Es sind meine Wünsche. Vielen Dank, dass ich hier reden durfte. Applaus